So Leute, hier bin ich wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Dokkan Battle. Ja, wir öffnen heute den neuen Cooler Banner. Wer den natürlich noch nicht gesehen hat, den neuen Cooler, der ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Der sieht echt gut aus. Hier haben wir sogar noch einen Rückkehrer Login Bonus. Also wie gesagt, diesen Account schenke ich euch natürlich wieder. Ihr kriegt hier noch 45 Stones plus Tickets, noch mehr Tickets und noch mehr Tickets. Also... Und sogar noch mehr, also 55 Stones sogar, Entschuldigung. Also ihr bekommt hier noch arschviel Zeug, alles geschenkt und ja. Genau, hier habt ihr dann auch noch genug in den Geschenken, sage ich mal, so ein bisschen. Die nehme ich jetzt auch mal nicht an. Allerdings, wie gesagt, wenn ihr diesen Account gewinnen wollt, diesmal ist es mir ganz, ganz wichtig. Ihr müsst natürlich Gewinnspiel reinschreiben und natürlich werde ich es diesmal ein bisschen schwerer machen. Ihr müsst mir natürlich sagen, wie viele SSR ich dieses Video gezogen habe. Das wird nämlich diesmal sehr schwer. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt sofort an. Und wir gucken einmal, der Cooler, wie gesagt, ich zeige euch nochmal die Ult. Die sieht arschgeil aus. Diese Animationen sehen wie im Anime aus. Wie gesagt, der Cooler kann sich ja auch verwandeln in die Full Power Form, was wir auch schon gesehen hatten durch die V-Jump Leaks. Und hier gucken wir uns nochmal die Ult an und dann geht's auch schon los. Und ja, der Cooler sieht arschgeil aus wie im Anime. Was mir allerdings gefehlt hat, ist leider die Supernova, aber gut, ich meine mal, da kann man nichts machen. Ich meine, man kann froh sein, dass man überhaupt so einen coolen Cooler bekommt. Cooler. Ja, der Witz war gut. Ich würde sagen, wir legen los. Und ja, so, und wir fliegen mit Krillin. Bin mal gespannt, ob wir dieses Mal wieder neue Animationen bekommen oder nicht. Das sehen wir dann. Genau, so Super Saiyan 3 haben wir schon mal am Anfang. Das ist doch schon mal ein Anfang hier. Genau, wir fangen an mit einem Mr. Satan. Cooler. Oh, Seiza, der ist neu. Das ist der neue Seiza, den wir gezogen haben. Also für alle Cooler-Liebhaber. Und nochmal Seiza. Ist dieser Account bestimmt sehr, sehr gut. Und einen Gohan Super Saiyan 2. Also zweimal haben wir schon Seiza gezogen. Das ist der neue. Der. Genau. Der ist mit den dreien hier. Das ist auch ein cooles Artwork, auch für Seiza, ja. Genau, ich würde sagen, wir sammeln weiter. Oh, dann können wir heute echt 4 Videos auf meinem Kanal. Das ist schon krass. Okay, ja, wie geht das C8 und Tenshinhan? Keine Fusion. Habe ich mir jetzt eigentlich schon gedacht, weil, ja, keine großartige Animation. Aber solange wir hier was Schönes ziehen, ist alles gut. Wenn wir diesen Cooler nicht ziehen sollten, dann werde ich auf jeden Fall nochmal einen Summon machen. Zwar jetzt nicht direkt im Anschluss, aber bestimmt nochmal die nächsten Tage. Weil den Cooler, ich möchte eigentlich die Cooler verlosen, wenn ich den nicht ziehen sollte, das wäre schon hart scheiße. Aber wie gesagt, wenn wir Pech haben, ist es halt so. Da kann man nichts dann dran ändern. Bin nur Super Saiyan 2. Videl, Goku, Gohan, Krillin, Gero, oh Gott. Und Goku, was macht der da drin? Ja gut. Könnte besser sein, aber ja, wir kennen das ja. Glücksspiel ist das ja mehr oder weniger so ein Gacha-Game. Da müssen wir Glück haben, um irgendwas zu ziehen. Aber egal. Vielleicht kriegen wir ja mal irgendwann einen Super Saiyan God oder Vegeto Animation. Und ziehen dann diesen Cooler. Okay, so B, wieder Seiz. Okay, noch zweimal. Ihr könnt ihn Rainbowen. Und den Goku und den neuen Cooler. Gut, dann hat sich das ja erledigt. Genau, der Goku ist auf den Banner drauf. Also der Seiz haben wir jetzt, dann haben wir den neuen Goku.
Beziehungsweise ob der neue ist, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ist er auf dem Banner drauf. Sieht aber richtig cool aus. Und den neuen Cooler haben wir damit auch gezogen. Der sieht geil aus. Also der hat echt ein cooles Artwork für Dokkan. So. Dann ist das Video ja schon vorbei. Na Spaß. Wir ziehen natürlich hier noch runter bis auf die letzten Stone, sag ich mal. Und wie gesagt, ja, dann ist dieser Account wieder für euch. Ihr wisst ja, was ihr dafür tun müsst. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Und ja, so. Wir haben nur einen Super Saiyan 1. Freezer, Krillin und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und die Migra, naja. Der Banner war jetzt nicht so, aber... Also dieser Zug war jetzt nicht so gut. Aber ja, wie gesagt, wir haben ja noch genügend Stones. Und ich hoffe, wir ziehen diesen Cooler noch vielleicht noch ein paar Mal mehr. Also ich habe es auch schon geschafft, dass wir sogar schon LR Rayborn könnt. Und ja... Oh, Fusion, nice. Das ist eine Banner garantierte Karte. Ich glaube, LRs gibt es hier gar nicht. Guck mal. LR wäre ja sowieso nur ab Super Saiyan Blue Vegato. Cooler. Okay, der Cooler, den hatten wir zwar auch noch nicht. Und Piccolo. Was macht der hier drin? Aber den... Ich glaube, der Cooler hier, der Gelbe, der war ein Banner-garantierter Charakter. Shao Zu und Buu, also heute wollen die neuen Charaktere gar nicht kommen, so wie Trunks oder CR17 oder Beerus, Whis. Die haben halt einfach keinen Bock zu kommen. Aber Super Saiyan 3, trotz nur Buu und Shao Zu. Okay. Fascha, Shenron, Riku, ey, nicht gut. Und wie gesagt, sind alle, die das dann halt nicht tun, also meine Windspielanforderungen, weil ich meine, man muss es auch mal ein bisschen schwerer haben, ne? Also, wie gesagt, wer das noch nicht gehört hat oder überhört hat, als erstes, ihr müsst natürlich Windspiel in die Kommentare schreiben und mir in die Kommentare schreiben, wie viele SSRs ich gezogen habe. So, und dann seid ihr, wie gesagt, los auf alle anderen Kommentare. Die werde ich diesmal überspringen, weil ich habe ja jetzt gesagt, wie ihr das machen müsst. Und wer sich nicht dran hält, der muss halt damit leben. Das tut mir dann halt auch leid, auch wenn das jetzt sehr doof klingt. Also tut mir leid, aber ja. Man muss schon mal ein Spiel mitmachen, ne? Also wir fliegen nur alleine. Okay, dann haben wir 3. Nein! Nein! Gohan, Goku, Udoria, Weiser und den neuen Shenron. Warum nicht? Der kam auch jetzt vor kurzem raus, dieser Shenron. Und ja. So. Wir haben wieder 5 Charaktere. Wir hatten vielleicht Glück auf eine Fusion. Nein, Vegeta will nicht. Muss ja auch nicht unbedingt. Aber Super Saiyan 3. Aber bis jetzt noch keine neue Animation. Das wundert mich selbst ein wenig. Okay. 10 Cooler, aber nicht den, den wir haben möchten. Okay, für Super Saiyan 3 war der Banner jetzt aber für den Arsch. Da war ja nichts Gutes dabei. So. Buu, Zerzen und Vegeta. Keine Fusion, Vegeta sagt nope. Kriegen wir was Gutes? Kein Gott. Sorbet. Freezer, Nappa, Vegeta. Nice heißt der, glaube ich. Seiser und Vegeta. Warum nicht? Stimmt, dieser rote Vegeta ist das Tattoo, was ich auf dem Arm habe. Ja, ich habe einen Vegeta Goku und ein Vegetto auf dem Arm. Ja, ist schon ganz cool. Ja, 2. Kriegen wir 3? Kriegen wir 4? Nein, kein Super Saiyan Gott.
ein Goidu, ein Saiyan, ein Goku, ein Rikum, ein Saiyan, ein Trunks, ein Goku, ein Nappa und ein Zarpan und ein neuen Saiyan. Damit bin ich auch zufrieden. Denn noch einmal, und ihr könnt ihn, wie gesagt, rainbowen. Das ist natürlich perfekt. Oh, Beerus und Whis. Das könnte jetzt die Whis-Animation werden. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, die Whis-Animation. Ohoho. Alter, die hatte ich jetzt auch erst zum ersten Mal. Ein Kumpel sagte mir das letztes Mal, dass die Whis-Animation nur kommt, wenn Beerus und Whis dabei sind. Gold Freezer, okay, ein Banner-Charakter, klar. Also hier gibt es auf jeden Fall keine LRs. Schade eigentlich. Aber wir ziehen halt noch eine, das kann sein. Cooler. Und den neuen Cooler. Dann hat sich das ja auf jeden Fall gelohnt. Dann haben wir den ja schon zweimal. Fuck. Das war eine coole Animation. Das war jetzt das erste Mal, dass ich die Whis-Animation habe. Das ist fucking cool. Das ist mega cool. So, Piccolo, Yamcha, Trunks und Krillin war das, glaube ich. Das fand ich cool. Das ist nice. Okay, wieder cool. Pan. Und Majub. Den kein Schwein braucht. Aber bestimmt gibt es doch irgendwie ein oder andere Majub-Fan, allerdings. Ja, ich nicht. Er hat sich mit Bu in GT fusioniert für nix. Also, aber wie gesagt, ich will auch nicht spoilern. Wer GT noch nicht gesehen hat. Ja. Jo, wir haben Super Saiyan 3. Wir hatten bis jetzt aber noch keinen Super Saiyan God. Piccolo, Piccolo, Goku, Trunks und den Vegeta. Warum nicht? Warum nicht? Besser als nächstes. So, wir haben jetzt gar nicht mehr so viele Ziehungen noch. An die, ja, 19, 18 Stück nur noch. Also nicht mehr ganz so viele. Okay, Trunks und Vegeta. Keine Fusion. Natürlich. T19 Paragus. Paragus, ja. Waifu Bulma. Warum auch immer. Genau, wir haben jetzt noch 17 Züge. Also gar nicht mehr so viel. Da war ich da. Genau, also ja. Eigentlich noch 17 Züge recht hier schon. Und wir haben jetzt noch 50 verbraucht und. Ja. Ist gar nicht mehr so viel, wenn man sich doch so denkt, aber naja. Oh, wir haben einen Crack-Screen, hatten wir auch jetzt zum ersten Mal. Okay. Trunks, Golden Freezer und Ultimate Gohan, warum nicht? Das läuft doch. Trunks, Krillin, Tenshinhan und Beerus. Beerus gibt uns jetzt bestimmt den Super Saiyan God. Nicht meine Super Saiyan 1. 2 meine ich. Klasse. Und ein Dead Multi. Oh ja, wirklich. Naja. Naja. Naja, Tenshinhan. Oh, das könnte eine Combo sein. Das könnte doch mal was Schönes sein, wenn wir Glück haben. Verwandelt er sich jetzt bis 3 bis nix. Bis gar nix. Chaco. Und Pan. Naja, okay, wir haben bis jetzt zweimal den neuen Cooler und viermal den neuen Salsa gezogen. Also ich sag mal so, ich bin jetzt bis jetzt schon zufrieden, auf jeden Fall, was wir gezogen haben. Wenn wir jetzt noch einmal den Salsa ziehen.
Nice. Da können wir auf jeden Fall eine Fusion machen. Jetzt kriegen wir auch einen Banner garantierten Charakter. Wie gesagt, wir können dann den Rainbow, also ihr könnt den Rainbow, der den Account gewinnt natürlich. Und ja, cooler. Gut, haben wir jetzt zweimal. Aber ich sag mal, zweimal ist keinmal. Besser als keinmal. Jetzt, also, ja. Also. Ja, also der Cooler ist schon ganz in Ordnung eigentlich. Ist zwar keine LR, aber dafür, ja. So. Okay, Super Saiyan 2 wieder. Also wir hatten heute eigentlich nicht so viel Glück, wenn ich ehrlich bin. Kein. Okay, wir können den Salsa Rainbow. Das war ein guter Zug, auf jeden Fall. Wir haben den neuen Salsa, wir haben den Cooler, wir haben den Goku. Weiß ich eigentlich auch. Oh, nice. Ich sag mal so, für ein cooler Team bestimmt nicht schlecht. Ein cooler ist cool. Beerus und Vegeta. Und wieder eine Fusion, nice. Das ist immer gut, wenn eine Fusion kommt. Da kann man dann nie meckern. Und dann kriegen wir im Banner garantierten Charakter. Ich hoffe jetzt natürlich auf keinen weiteren Salsa. Golden Freezer, ja. Gerne. Salsa. Ja gut, den Salsa ist auch nicht schlimm. Da war Gold Freezer unsere Banner garantierte Karte. Ich nenne die immer Karten, weil sie sind für mich auch so wie Karten. Okay, Tenshinhan Gohan. Wir hatten das auch schon. Hatten wir im letzten Video. Da hatten wir es auch schon geschafft. Mit den. Also mit Vegeta eine Fusion zu machen, obwohl er gar nicht dabei war. Also er ist gar nicht mitgeflogen. Das war echt verwirrend. Und das war wieder so ein schöner Dead-Multi, außer wir haben einen neuen Cooler gezogen. Den Metall-Cooler. Die letzten 11 Ziehungen schon. Also so schnell sind wir schon runter. Dead ist echt. Geht echt schnell. Nur Tenshinhan, ja, das kann ja was werden. Das Gute ist ja hier dran, man zieht ja immer, also wirklich immer eine Banner-garantierte Karte, also nicht immer, also eine SSR-Karte, was in Dragon Ball Legends ja leider nicht so ist. Da wünsche ich mir das ja, dass dieses Feature da auch hinkommt, dass man mindestens pro 1000 Ziehungen eine garantierte Sparking bekommt. Denn das wäre eigentlich ganz nice, aber. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. So, wir haben Shaozu, wir haben Tenshinhan. Kriegen wir jetzt einen Super Saiyan God? Das wäre doch schön. Nein. Leider gar nicht, leider nicht. Nein. Kibito, cooler, eine Masked Saiyan haben wir auch noch nicht gezogen heute. Okay, Kulisa. Ob man jetzt unbedingt haben möchte, weiß ich nicht. Und Kefla, das ist doch wenigstens mal was. Schönes. Ja. Die letzten 8 Multis. Und dann ist dieses wunderschöne Video leider auch schon wieder vorbei. Okay, Vegeta, Trunks. Das könnte mit Glück eine Fusion werden. Oh, eine Zeno-Fusion. Nice. Das ist doch eine coole Animation. Das nehme ich gerne. Okay. Oh, eine Banner garantierte Karte. Bitte cooler. Ja, so muss das doch. Das haben wir schon dreimal gezogen. Und C13. Warum nicht? Also, jetzt hatten wir schon 2 neue Animationen. Ja, aber wir haben jetzt leider auch nicht mehr so viele Versuche. Wir müssen ihn doch 2-mal ziehen, den Cooler. Dann könnten wir ihn rainbowen. Also, ihr könnt ihn dann rainbowen. Ja. Wieder Fusion. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt hauen sie mir noch die besten Summons hier raus. Ziehen mir noch gerne nochmal, Vegetto. Ich brauche ihn noch 2-mal. So, wir haben Tenshinhan. Nail, Kimball, Cooler, Beerus, okay. Und Boo. Leider nicht. Leider nicht, aber. Dafür haben wir Beerus. So, Vegeta und Tenshinhan kriegen wir wieder eine Fusion.
Nein, das dachte ich mir. Also, das wäre dann echt pures Glück, wenn wir jetzt 10-mal eine Fusion bekommen. Okay, wir kriegen aber Super Saiyan God. Nice! Kriegen wir 4? 3 SSR auf jeden Fall. Okay, Lunch. Salsa, den ich jetzt nicht mehr gebrauchen kann. Und Trunks. Na gut. Hätte ich mir jetzt mehr von gewünscht, aber naja. Lunch ist jetzt auch neu, die hatte. Also hatten wir auch noch nicht gezogen. Aber naja. Trunks, nur Trunks, okay. Aber Rainbow. Zieh mir jetzt 2-mal den Cooler, bitte Spiel. Komm. Für euch, für meine Community. Bitte, 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 mach es. Nail, Salsa, Pan, nein. C21 und Freezer. Was macht die hier drinnen? Das ist mir neu. Aber naja. Kommt ja bald auch zu Dokkan. Okay, Tenshin Han, schau so. So, Super Saiyan 2, 3. Ja, nur 3 wieder. So, Spiel, gib mir noch den neuen Cooler, bitte. Ach man, Salsa, ich brauche keinen Salsa mehr. Den habe ich doch schon tausende Mal, jetzt habe ich den schon 7-mal. Ah, wir haben auch nur noch 4 Multis. Das ist auch wieder ganz schnell vorbei. Also, oh, wir haben C17. Ah. Komm, für Cooler jetzt. Will ich jetzt nochmal diesen blöden Seiser zielen, ne? Weiß ich auch nicht. Na gut, sind zwar nicht so wirklich meine Karten, die beiden, aber wir haben wenigstens was anderes gezogen als Salsa. Ich möchte Cooler. Bitte, komm. Buu. Oh, das wird wahrscheinlich ein Crackscreen. Wahrscheinlich. Okay, goodbye. Babidi. Goku, Gohan, Goku, Gohan, Broly. Broly ist nice. Broly ist cool. Ich mag Broly. So, die letzten 2 Mults. Und dann ist dieses schöne Video auch schon wieder vorbei. So, wir haben Tenshin Han und Majin Buu. Komm, gib mir nochmal den Cooler. Ich möchte Cooler, bitte. Butamo. Oh, Dead Multi. Wiz. Ja gut, Wiz ist okay. Gut. Der letzte Multi. Und ihr wisst ja, ihr könnt diesen Account wiedergewinnen auf meinem YouTube-Kanal. Warum ich das sage, ich nehme das ja immer vorher schon auf Twitch auf. Und genau. Dann lade ich das auch auf mein YouTube hoch. Und wie gesagt, ihr könnt diesen Account gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, habe ich ja am Anfang gesagt. Und ja. So. Hoffe, wir ziehen hier nochmal den Cooler. Aber es sieht nicht so aus. Und Mr. Satan. Okay, das ist doch was Schönes. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, ciao.